Ich heiße Doni Alisa. Hallo, ich heiße Gusel. Ich heiße Mariana. Ich heiße Rumi Al-Mashour. Mein Name ist Shevin Afshari. Mein Name ist Sedana Aman. Mein Name ist Anna Vitushinskaya. Ich heiße Maria Felicidad. Ich bin Oksana. Ich heiße Mohammed Iraki. Ich heiße Rahma Mohsen. Ich heiße Mohammed Abdul Fattah. Ich heiße Nima Shoemi. Aus der Ukraine. Ich komme aus Moldawien. Ich komme aus Russland. Ich komme aus der Ukraine. Ich komme aus Syrien. Ich komme aus dem Iran. Ich komme aus Äquatorial Guinea. Ich komme aus in der Ukraine. Ich komme aus Russland, aus russischer Hauptstadt Moskau. Ich bin marokkanisch und ich komme aus Italien. Ich komme aus Tunesien. Ich komme aus Syrien. Ich komme aus Nigeria. Seit 1 Jahr und 5 Monaten. 9 Monate. Seit 1 Jahr. Seit 4 Jahren in Deutschland. Vor 4 Jahren sind meine Familie und ich nach Deutschland gekommen und seitdem wohnen wir hier in Freiburg. Seit 1,5 Jahr wohne ich in Deutschland. Seit 1 Jahr. Schon 10 Monate. 7 Jahre. Aber früh, ich habe gekommen in 2002. Ungefähr 10 Monaten wohne ich in Deutschland, seit letzte August. Seit 2 Jahren. Ich wohne in Deutschland seit 6 Monaten. 1 Jahr. Seit 1 Jahr, ich lerne Deutsch. 1 Jahr. Seit 8 Monaten. Mehr als 1 Jahr. Seit ungefähr 1 Jahr. 2 Jahre, 3 Jahre. 1 Jahr studierte ich Deutsch selbst und jetzt habe ich Deutschkurse. 1 Jahr. Ein bisschen reden Deutsch, aber ich probiere. 5 Monate. Fast 6 Monate. Seit 4 Monaten lerne ich Deutsch. Seit 1,5 Jahr. Ungefähr 4. 3,5. 3. Vielleicht 2. 1 Stunde oder 2? 1 Stunde pro Tag. Manchmal 2 oder 3. Stunden pro Tag. Zu Hause auch manchmal 1 Stunde pro Tag. Insgesamt 7 Stunden. 5 Stunden. 1 Stunde. Das ist genug, glaube ich. Ich glaube 3 oder 4 Stunden pro Tag. Manchmal 4 oder 5 Stunden jeden Tag. 4 Stunden. Und manchmal habe ich große Pause. Ehrlich, 2-3 Stunden. Vielleicht 2. 2-3. 2 ist genug. 2. Was jetzt? 30 Minuten pro Tag. Für mich, das ist gut. Ich spreche immer mit meinem Mann Deutsch und das ist sehr gut für mich. Das ist auch ein Kurs. Manchmal kein Deutsch. Halbe Stunde. Selten, circa 1 Stunde, 2 Stunden pro Woche. Ehrlich. Ehrlich, wirklich. Hallo, Schatz und tschüss. Zuerst Schatz, das ist meine erste. Klar. Genau. Und wirklich. Allerdings, sowieso, genau. Kommunikation. Ordnung und konzentrieren. Für mich ein Problem konzentrieren. Oh, vielleicht glauben, träumen und gerne. Schatz, Qualität,
und zufrieden. Gelb und vielleicht mein Schatz. Ja. Tut mir leid, Entschuldigung. Tut mir leid, hallo, Entschuldigung. Meine drei Lieblingswörter sind Dankeschön, Bitteschön und Tschüss. Weil wenn ich nach Deutschland gekommen bin, ich kenne nur diese Wörter und ich habe viele, Situationen mit diesem Wort erlebt. Begriff Versichten. Das Frühstück bestimmt die Erklärung oder möchte regelmäßig und überwiegend. Guten Morgen. Höflich und wie geht's? Schatz. Und Wochenende und Urlaub. Kinderzuschlag. Gebrauchsanweisung und Legislative und Grundgesetz. Ja. Jugendherberge, Abgeordnete und Rezeptieren. Ursprünglich und die Erlaubserlebnisse. Konzentriert, Rezept, konzentriert. Arbeitszimmer oder Wutigkeit. Bundeskanzleramt. Ausverwaltungen. Vergnügen. Redewendungen und Verhaltungsregeln. Oh, es ist komisch, aber Worte, welche ich jeden Tag, vielleicht so viele Mal jeden Tag sprechen, es ist Worte Tschüss. Internationalität und reparieren das und Gesundheit. Erinnern? Ja, manchmal. Ich kann nicht. Und ich habe immer Probleme mit Schicken. Ich sage manchmal Schinken. Ich habe keine Ahnung. Ja, ich weiß diese Wörter. Ну, я их weiß, aber ich möchte nicht lernen, diese Wörter, weil ich nicht verstehe, warum alle Worte muss zusammen. Das ist meine Meinung. Benachrichtigungskarte, Familienkasse. Ich erinnere an Sehenswürdigkeiten und Naturwissenschaft. Fußballplatz, Elternsprachstunde und Nachhilfeunterricht. Schreibschul, Sehmordigkeiten, Staatseinrichtigkeit. Matlischen Suppe. Diese Worte ist vergiss, mein nicht. Es bedeutet Blumen, Nisabutka, auf Russisch Nisabutka. Es ist Blumen, welche kann man nicht vergessen. Und Volkshochschule, Weiterbildungskurs und Gleichbehaltungsgesetz. Die Datenschutzbestimmungen, die Mindesthaltbarkeitsdatum. Volkshochschule, Beruf, Ausbildung. Geschenk und Schein. Bundesfassungsgericht. Elternabend und Grundschule. Deutschkursabschlussfilm. Ich weiß nicht.
mit Artikeln. Oh, das ist auch interessant. Ich bin Frau und jede Frau wollte das alles, als sie möchten werden. Und vielleicht grammatisch imperativ. Du musst oder du willst oder andere. Aber es ist Spaß. Ich mag Konjunktiv und Satz mit das. Satz mit weil. Ich nicht liebe Grammatik. Also Dativ und Akkusativ. 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 Dativ. Natürlich Dativ. Vielleicht Akkusativ und Dativ. Ich habe nicht Liebling, aber ich glaube Dativ und Akkusativ. Keine Grammatik. Schwimmen, reisen und spazieren gehen. Musik hören. Mein Hobby ist Fußball, Tennis und Tennis und Fußball spielen. Gefällt mir sehr gut. Klavier spielen. Mein Hobby sind Malen und ich mag spazieren gehen, tanzen auch, Musik hören. Ich mag alle machen. Ich interessiere mich für die Fotografie. Schwimmen, tauchen. Lesen und Fernsehen. Fernsehen. Also ich sehe sehr gern amerikanische Filme. Und meine Hobby, Reise, vielleicht Reise. Ich liebe tanzen, malen und ich koche gern. Meine Hobbys sind Sport, Musik und Internet machen. Ehrlich, meine Hobbys sind Schlafen und Essen, aber auch ich mag spazieren gehen. Ich mag Puzzle sammeln. Und durchrennen. Meine Hobbys sind Motorradfahren und Buchlesen. Einigkeit und Recht und Freiheit. Für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben. Drudelir mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit. Sinn des Glückes unter Pfand. Blühe im Glanze dieses Glückes. Über deutsches Vaterland. Einigkeit und Recht und Freiheit. Für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben. Brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit. Sinn des Glückes unter Pfand. Füge ihm ganze diese Glückes. Nur deutsches Vaterland. Ja, ich möchte weiter lernen. Ich möchte vielleicht meine B1 haben und dann eine Ausbildung machen. Ja, natürlich. Ja, natürlich, unbedingt. Ich möchte weiter lernen Deutsch lernen und eine Ausbildung machen. Ja, gern. Ja, natürlich. Ja, ich würde gern Spanisch machen. Ja, sicherlich. Ich möchte weiter lernen B2 und C1 machen. Ja, natürlich. Besser einfach. Ja, natürlich. Ich muss weiter Deutsch lernen. Besser. Natürlich, ich will weiter Deutsch lernen, weil ich möchte. Ich habe zwei Ideen. Vielleicht ich weiter studieren oder eine Ausbildung als Krankenschwester machen. Und das braucht B1 oder C1. Ich muss weiter Deutsch lernen. Natürlich B2. Ja, B2. Ja, ja. Ja. Frau Müller. Ja, natürlich Frau Müller. Frau Müller. Frau Müller. Gerne Frau Müller.
liebe Frau Müller. Das ist sehr nett, sehr freundlich, Frau. Ich glaube, Frau Müller besser Deutschlehrerin. Frau Müller, eine Frau, magnifik, intelligent, gute Frau. Ich liebe dich. Ich kenne nur Frau Müller. Das ist meine Lieblingslehrerin. Ja. Aber natürlich Frau Müller. Meine Lieblingslehrerin ist Frau Müller, natürlich. Oh, und natürlich unsere Lehrerin Frau Müller. Aber meine Meinung, wir alle haben Glück, dass diese Lehrerin unsere Lehrerin. Okay. Ja, natürlich. Aber was? Ich weiß es nicht. Oder ich weiß nicht. Oh, interessante Frage. Wie ein Roboter. mit Artikel natürlich. Kein Problem. Ja. Yeah.